1. Goethe und Humboldt. Alexander von Humboldt. Die Natur muss gefühlt werden. Wer sie nur sieht und abstrahiert, wird die Natur zu beschreiben wissen, ihr selbst aber ewig fremd sein. Johann Wolfgang Goethe. Alexander von Humboldt ist diesen Morgen einige Stunden bei mir gewesen. Was für ein Mann! Ich kenne ihn so lange, und doch bin ich von neuem über ihn in Erstaunen. Man kann sagen, er hat an Kenntnissen und lebendigem Wissen nicht seinesgleichen. Und eine Vielseitigkeit, wie sie mir gleichfalls noch nicht vorgekommen ist. Wohin man rührt, er ist überall zu Hause und überschüttet uns mit geistigen Schätzen. Er gleicht einem Brunnen mit vielen Röhren, wo man überall nur Gefäße unterzuhalten braucht und wo es uns immer erquicklich und unerschöpflich entgegenströmt. Er wird einige Tage hier bleiben, und ich fühle schon, es wird mir sein, als hätte ich Jahre verlebt. Humboldt, alles ist Wechselwirkung. 2. Verwischten vielmehr die Grenzen des Stroms, statt sie fürs Auge festzustellen. Nach dem wechselnden Spiel der Strahlenbrechung rückten die Ufer bald nahe heran, bald wieder weiter weg. Diese zerstreuten Landschaftszüge, dieses Gepräge von Einsamkeit und Großartigkeit kennzeichnen den Lauf des Orinoco, eines der gewaltigsten Ströme der neuen Welt. Die Besteigung des Chimborazo. 1802. Der Hang wurde bald sehr steil. Man musste sich mit Händen und Füßen festhalten. Wir verletzten uns. Wir alle bluteten, denn die Steine hatten scharfe Kanten. Man konnte nirgends den Fuß hinsetzen, da sich die Felsbrocken in dem sehr feinen Sand bewegten. Uns blutete das Zahnfleisch und die Lippen. Wir fühlten einen ständigen Schwindel. Wir waren auf einer Höhe von 3036 Toisen, 5915 Metern. Es fehlten uns nur noch 200 Toisen. Wir konnten vor Kälte nicht weiter. Oben, auf dem Chimborazo, wurde Humboldt ein neuer, ganzheitlicher Begriff von Natur bewusst. Statt strenger Klassifizierung und endloser Tabellen erklärte Humboldt seinen Naturbegriff mit einer Zeichnung. Wir sehen ein belebtes Naturganzes, schrieb er später, kein totes Aggregat. Kolonialismus und Sklaverei.
Humboldts Reise in die neue Welt war nicht nur eine Reise in eine faszinierende Natur. Es war auch eine Reise in die Finsternisse von Kolonialismus und Sklaverei. Unübersehbar. Schon auf dem Orinoco. Dass der Orinoco so wenig von Indianern befahren wurde, dass auch die Flussufer nahezu menschenleer waren, erstaunte Humboldt nur wenig. Es gab ihm vielmehr Anlass, auch hier über die unheilvolle Rolle der Europäer nachzudenken. Wenn man, wie wir, 30 Tage lang auf dem Orinoco schifft und so ewig nur sich selbst, nie ein freundlich begegnendes Schiff, nie Menschen am Ufer sieht, dann fragt man sich, wem diese Welt diese Totenstille verdankt. Euch, ihr Europäer, die in den Armen, friedlichen Einwohnern, sie mit Schießgewehr schreckend oder feig im Schlaf überfallend, nächtlich die Kinder raubt. Euch, die ihr den Wilden vom Ufer verdrängt. Und wäret ihr dadurch glücklich, dass andere darben? Aber nein! Sklaverei ist das größte Übel. Was aber gegen die Natur ist, ist Unrecht, schlecht und ohne Bestand. Es gibt keine unterlegenen oder überlegenen Ethnien. Unabhängig von Nationalität, Hautfarbe oder Religion sind alle Menschen gleichen Ursprungs. Wie die Pflanzenfamilien, die sich unterschiedlich an ihre geografischen und klimatischen Verhältnisse anpassen, aber trotzdem die Merkmale eines gemeinsamen Typus zeigen, so gehören auch alle Mitglieder des Menschengeschlechts zu einer einzigen Familie. Alle Menschen sind gleichmäßig zur Freiheit bestimmt.